Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Hundestunde. Heute dreht sich das ganze Video über das Thema, soll ich mir einen Hund zulegen, ja oder nein? Und da möchte ich jetzt heute zusammen mit euch fünf Themen durchgehen. Das erste Thema lautet, habe ich genug Zeit für den Hund? Das zweite, will ich wirklich einen Hund? Das dritte, dürfte ich einen Hund halten? Das vierte, hätte der Hund viele Möglichkeiten? Und das letzte Thema, habe ich das nötige Geld für einen Hund? Das erste Thema, habe ich genug Zeit für den Hund? Damit meine ich, habe ich genug Zeit, um mit dem Hund sofort zu gehen, um den Hund zu füttern. Wenn er jetzt mal krank ist, habe ich da genug Zeit, um mit dem zum Tierarzt zu gehen. Und wenn man die nötige Zeit nicht hat, dann ist es eigentlich schon mal ganz ausgeschlossen, dass man sich einen Hund holen soll, weil ein Hund braucht einfach Zeit. Und zum Beispiel ein Hund meiner Größe, wie ich jetzt habe, den Luca, der muss mindestens mal dreimal am Tag fortgehen, ein bis zwei Stunden. Und dann sind ja schon mal drei bis vier Stunden am Tag weg. Und wenn man dann selber nicht die Zeit dafür hat, um sich um einen Hund zu kümmern, dann ist es schon mal wirklich ausgeschlossen, dass man sich einen Hund holen sollte. Wenn man die Frage aber mit ja beantwortet, ja, ich habe genug Zeit, dann kann man zum nächsten Thema gehen. Will ich wirklich einen Hund? Und da sollte man sich wirklich überlegen, will ich wirklich einen Hund? Weil sehr viele Leute kaufen sich einen Hund und nach einem halben Jahr geben sie ihn dann wieder ans Tierheim. Oder setzen ihn einfach aus. Und sowas finde ich gar nicht gut, wenn man dann sich einen Hund kauft und vorher gar nicht wirklich überlegt, will ich den wirklich? Weil ein Hund kann bis zu 20 Jahren alt werden, zu 10, zwischen 20 Jahren wird ein Hund alt. Und da soll man sich wirklich mal denken, will ich so lange einen Hund haben? Oder wenn man wirklich nicht so lange einen Hund haben will, dann kann man sich ja einen 8-jährigen Hund vom Tierheim holen, den man dann noch 3 Jahre hat. Wenn man jetzt aber wirklich einen Welpe will, dann soll man sich wirklich die Frage durchgehen, will ich wirklich einen Hund? Und wenn man die Frage aber auch wieder mit ja beantwortet, dann kommt man zum nächsten Thema. Dürfte ich einen Hund halten? Und damit meine ich, wenn ich jetzt eine Mietwohnung habe, erlaubt mir mein Mieter, dass ich einen Hund in meiner Wohnung halten darf. Oder ich glaube, in manchen Städten darf man sogar manche Hunderassen nicht halten, zum Beispiel so Kampfhunde. Und da muss man sich halt ein bisschen informieren, darf ich den Hund da überhaupt halten? Nicht, dass man sich jetzt einen Hund kauft und dann kommt auf einmal die Stadt ein Brief und sagt, ja, sie müssen ihren Hund wegtun, den erlauben wir nicht. Und da sollte man sich erstmal informieren, ob ich überhaupt einen Hund halten darf. Dann das nächste Thema, hätte der Hund viele Möglichkeiten? Und damit meine ich, habe ich in der Nähe eine Wiese? Habe ich in der Nähe einen Park? Habe ich in der Nähe einen Wald? Vielleicht auch mal einen Fluss, einen See, wo sich der Hund beschäftigt? Weil in Großstädten gibt es ja auch bestimmt viele Parks, auch für Hunde. Und deswegen, und am Land ja sowieso, da hat man Wiese, hat man Wald. Und da sollte man auch erstmal schauen, ob der Hund wirklich da viele Möglichkeiten hat. Nicht, dass man sich da jetzt einen Hund zulegt und der den ganze Zeit nur in der Wohnung, in der Großstadt sein muss. Und deswegen hat der Hund denn überhaupt viele Möglichkeiten. Oder sind vielleicht in der Nähe auch noch andere Hunde, wo man sich dann mit denen im Park treffen kann, wo die Hunde miteinander mal spielen können und ja, sich sozusagen austauschen können. Wenn man diese Frage dann aber auch wieder mit ja beantwortet, dann kommt man zu dem letzten Thema, habe ich das nötige Geld für einen Hund? Und damit meine ich eigentlich, habe ich das Geld, um mir erstmal einen Hund zu kaufen? Weil ein Hund ist ja auch nicht ganz teuer, der kostet ja auch erstmal sein Geld zu kaufen. Dann habe ich das nötige Geld für Hundefutter und Zubehör. Weil Hundefutter, ja, wenn man jetzt ein ganz gutes Hundefutter holt, kann es schon mal viel kosten. Man kann sich ja natürlich auch so ein billiges Hundefutter kaufen, aber die sind dann meistens nicht so gut, so vitaminreich für einen Hund und natürlich auch die Leckerlis, die kosten auch sehr viel Geld, aber die sind auch total wichtig für einen Hund, weil wenn man einem Hund wirklich was beibringen will, dann braucht man wirklich Leckerlis dafür und natürlich das Zubehör für Leinen, für Halsbänder und so Ganze, habe ich da auch das nötige Geld. Wenn man diese ganzen Fragen sich wirklich mal durchgegangen ist, zusammen vielleicht mit der Familie, mal wirklich da eine Nacht drüber geschlafen hat, sich wirklich damit befasst hat und alle wirklich mit ja beantwortet, dann würde ich sagen, kann man sich wirklich einen Hund zulegen, dann braucht man keine Angst haben, ja, wenn man sich jetzt einen Hund zulegt. Und ich hoffe einfach, dass ich euch damit helfen konnte. Beim nächsten Mal werde ich mal vorstellen, was ich alles so für Zubehör für meinen Hund habe. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen, euch die Entscheidung vielleicht ein bisschen ja, herbeibringen, ob ihr euch jetzt einen Hund kaufen sollt oder nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.